Aber trotz Kabarett habe ich ja die Begeisterung für den Sport nicht verloren. Und das finde ich jetzt immer schön. Auftritt während der Fußball-Europameisterschaft. Und viele Veranstalter sagen dann gerne, nein, Fußball-Europameisterschaft, das macht bei uns gar nichts. Unser Publikum guckt kein Fußball. Und dann spielst du in einem 200-Mann-Raum, der Raum bummvoll mit 13 pensionierten Oberstudienrätinnen, die sich sagen, und wenn ganz Deutschland heute Fahne schwingend beim Public Viewing steht, wir halten heute Abend die Fahne der Kultur hoch. Und du bist die Einzige im Raum, die sich denkt, Mensch, ich würde auch viel lieber das Viertelfinale Deutschland-Griechenland gucken, wie all die fehlenden Zuschauer, die genauso geistig minderbemittelt sind wie ich. Aber es gibt ja auch Veranstalter, die lernen dazu. Manche ein bisschen zu sehr. Letzten Sommer rief mich einer an und sagte, Frau Friedrich, Sie spielen doch morgen bei uns. Jetzt haben wir da festgestellt, da ist Halbfinale. Und da haben wir uns überlegt, wir bauen einen Flachbildschirm auf die Bühne und übertragen während Ihres Auftritts das Spiel. Das wird Sie doch nicht stören, wir schalten den Ton auch ab. Fand ich super. Fand ich super. Durch einen Auftritt und konnte das Spiel gucken, ne? Und ich hab dann das Spiel für die 13 pensionierten Oberstudienrätinnen kommentiert. So, dass die das auch verstehen. Fußballkommentar für Arte-Zuschauer. Ein Drama in zwei Halbzeiten. Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Der Worte sind genug gewechselt, lasst uns endlich Tore sehen. Denn jedem Anpfiff wohnt ein Zauber inne. Schweini, mir graut vor dir. Da stehst allein du vor dem Tor und bist so klug als wie zuvor. Rein oder nicht rein, das ist nicht die Frage. Wer jetzt kein Tor schießt, schießt es nimmermehr. Sah denn kein Knab den Özil stehen? Özil auf der Seite. Warum in die Ferne schießen Sie? Der Stürmer steht so nah. Gomez, du willst schon gehen? Der Sieg ist noch fern. Es war die Schwalbe. Nicht ein Foul. Verweile doch, du bist so schön. Es ist was faul am Spiele Miroslavs. Ja, geh doch ins Land, wo die Zitronen blühen. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Da hilft kein Beten mehr. Es irrt der Mann, solang er spielt. Ich wollte, es wäre Nacht oder die Borussen kämen. Die Taktik sehe ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ein Tor, ein Tor, ein Königreich für ein Tor. Nein! Über dem Strafraum ist Ruhe. Deutschland, bald ruhst auch du.